Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde, zu Castle Story. Ich sehe hier gerade schon, wir können den Bereich erweitern. Weil die schon groß am Füllen hier sind. Schon groß gefüllt haben hier. Du willst mich verarschen. Du geh und mach deine Arbeit gefälligst vernünftig. Mann, Mann, Mann. Und du auch, oder was? Also, es fängt ja schon mal gut an heute. Geh, bring dein Zeug nach Hause. Bevor ich mir überlege, dich von der Insel springen zu lassen. Mann, Mann. Und ja, irgendwann muss ich den Rest dann halt aggressiv abbauen. Das heißt also einfach weg damit. Lagert nichts mehr ein. Sobald die mit dem Füllen. Also sobald ich den Füllradius nach da hinten gezogen habe. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, das jetzt noch etwas weiter rauszuziehen, aber ich mach's mal. Im Augenblick sollten sie alles, was es gibt, abbauen und hier beim Stein reinpacken. Und ja, nicht mehr lange, dann ist alles weg. Also von diesem Plateau haben wir dann Terraform zu einer flachen Ebene. Hey, yay. Ist doch schön, oder? Du komm mal her. Du müsstest theoretisch das abbauen können. Das wiederum nicht, schade. Und sie haben es doch getan. Tut mir leid, Horizon, aber du musst mal herhalten. Nein, 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 nein. Jump off, bitte. So. Da passt man einmal nicht auf die auf, dann machen sie schon wieder Unfug.
Hallo, jemand zu Hause, da in dem Loch. Nein, ist einfach nur ein Loch. Not reached my destination. Und warum nicht angeblich? Siehst du, du kannst so eine Destination reachen. Dachte ich mir, dass du Unsinn machen willst. Das lasse ich nicht zu. Ach ja, die Victrons. Du bist mich auch veralbern, Daimos. Wenigstens hast du nur einen Brimstone-Block rausgehauen. Nicht wieder Dreck hinterlassen. Gut, während die weiterschaffen, können wir uns nochmal über das Thema, wie mache ich bei einem Haus am besten ein Dach hin, unterhalten. Ganz ehrlich, würde das so gut aussehen? Ist jetzt ein etwas unförmiges Haus, deswegen. So, das Haus hätte eine gute Größe. So. Würde das nicht klappen?
Okay. Machen wir es noch etwas kleiner, das Haus. So, das wäre dann es noch kleiner machen. Mal gucken. Ich will nämlich wirklich dann so kleine Hütten meine Burg setzen und der Burg ein bisschen Leben zu geben. So. Ja, von der Größe her okay. Wie würde das dann aussehen? Also für eine Tür müsste ich es mindestens 3 hoch machen, was, gell? Ja. Dann kann ich eine Tür reinsetzen. So ist die Frage, will ich da noch eins drauf oder will ich das einfach zumachen? Also ich meine, wenn ich das so mache und ja, ich beachte jetzt gerade nicht meine ganzen Arbeiter. Die könnten also jetzt jede Menge Mist bauen. Falsches Teil, das da brauche ich. Also ja, das sieht etwas komisch aus, würde ich sagen. Von daher wahrscheinlich noch eins obendrauf. Sieht dann aber auch sehr, sehr gewöhnungsbedürftig aus. Wenn ich das so machen würde.
Das wäre eine sehr, sehr hübsche Blockhütte. Findet ihr nicht auch? Ich meine, ich könnte auch eine Hütte ohne Türe bauen. Einfach nur mit so einem kleinen Eingang. So eine. Müsste ich die gerade mal zwei Felder hoch machen? So ungefähr. Noch eins obendrauf. Also ja, ich müsste es andersrum machen. Ich müsste unten wahrscheinlich. Ich überlege mir das noch. Wie sieht's hier aus? Hier haben sie wieder Zeug zurückgelassen. Haben sie noch mehr Löcher hier unten reingeschlagen? Ja, bis jetzt sehe ich keins. Gut. So. Ne, sie schlagen lieber hier oben Löcher rein. Ne? Das ist mir lieber als hier unten. Da habt ihr bis jetzt schon zwei reingemacht. Jetzt ab mit euch. Ihr mit euren krummen Zahlen. Bestia, räumt das auf, was? Chishka da angerichtet hat. Jetzt kannst du weitermachen. Ernsthaft? Und ja, ich habe hier gerade, glaube ich, aus Versehen das Treppenstück von dem aktuellen Steinbruch weggehauen. Egal. Die kommen auch so noch darunter. Hoffe ich mal. Aber sollten sie. Gut, wie sieht's hier aus? Sehr bunt durcheinander gewürfelt mal wieder. Naja, ich wüsste echt gerade nicht, wie könnte ich noch. Oh ja, die Einschlafmusik, die hilft ungemein. Thank you.
Na ganz ehrlich, wenn ich das so mache und mit Rampe versuche, ein Dach zu simulieren.